Innerhalb der Folge ist meine Vorbereitung auf die Skiprüfung und für die Anna ihr Eiskletter-Eignungstest. Hallo, ich bin Anna. Und ich bin der Julian. Und wir sind eure neuen Bergmenschen. Cool, dass ihr alle da seid. Freut mich. Ich wünsche euch schon vorneweg mal viel Erfolg für die Prüfung. Ja, das Wichtigste, sage ich gleich zuerst, ist mir eigentlich, dass ihr alle nachher hier wieder gesund steht. Ja? Also eine gesunde Selbsteinschätzung zu den Routen, die wir da hinten halt für euch hergerichtet haben. Ja? So, das war's, genau. Also ihr könnt... Wir sind gerade in Matrei, also in der Nähe von Matrei, im Eispark Osttirol. Und das ist die erste Eingangsprüfung, die ich mitmache. Und wir gehen Eisklettern und Mixklettern. Die müssen da verschiedene Prüfungen halt absolvieren, um dann in die Bergführerausbildung halt aufgenommen zu werden. Und ein Teil davon ist eben hier das Eisklettern. Das gibt dann eben die Steileisnote und die wird noch mit der Vertikalzackentechnik verrechnet. Und das muss halt besser zum Beispiel sein als 4,5 Gesamtnote. Und dann hat man den Teil bestanden, aber das sind ja ganz viele Teile, also Touren auch noch und Felsklettern und Skifahren, genau. Also ich hatte gestern so ein bisschen die Hoffnung, dass ich hier mit einer einigermaßen guten Note rauslaufe, damit ich Eckenstein, also Vertikaltackentechnik, im Sommer ausgleichen kann. Ja, ich hoffe, dass ich bestehe. Wir wollen eigentlich auch halt sicherstellen, dass die halt ein gewisses Niveau mitbringen und auch schon eine gewisse Erfahrung. Das ist jetzt hier ja kein Kurs zum Bergsteiger, sondern das sollte man schon ein kompletter sein. Oh, mein Aufregungslevel war bis jetzt eigentlich ganz okay, aber jetzt bin ich schon ganz schön aufgeregt. Also, man wird sehen, das Teufel ist ein Eichhörnchen. Wenn ich vergesse, die Schraube zu setzen, kann ich dann mal huschen. Hat sich schon mal gut gelöst. Das Eis wurde schon oft geklettert, deswegen hat es sehr viele Löcher. Und wenn sie die alle findet, muss sie eigentlich relativ wenig schlagen. Da ist das Gerät jetzt ein bisschen kippelig platziert. Hätte sie noch mal nachschlagen können. Ferse ab und zu ein bisschen tiefer, dann greifen die vorderen Zacken schöner. Und jetzt kommt es zu dem Bereich, wo sie die Eischraube setzen muss. Also die Beine schauen gut aus, beim Schlagen kann sie noch ein bisschen aus dem Handgelenk arbeiten, ein bisschen powerful und dann haut das gut hin. Jawohl. Gut, hat gut ausgeschaut. Wenn sie die nächsten zwei Routen in dem Stil und mit der Stabilität und Souveränität klettert, dann wird das gut passen. Das hat es jetzt gehört. Aber wie lang war das denn? 6,50. Okay. Guten Morgen! Hände sind die Analysatoren unserer Körperposition. Sind die Hände hoch, haben wir Rücklage. Sind die Hände in Unruhe, ist der Ski in Unruhe. Wir sind in der Skivorbereitung mit Alpine Welten unterwegs. 3 Tage am Feldhorn im Allgäu. Und genau, haben hier einen Bergführer dabei und schauen einfach die Skitechnik an. Stellen noch mal so ein paar Fragen. Und diese Achse soll hier natürlich auch liegen bleiben. Ich ziehe hier nach hinten. Deswegen gehe ich immer den Trizeps und Hals vorne. Ja?
Die Übungen mit den Stacken, die sind ganz cool, weil die dieses kognitiv Gelernte aufgelöst und es geht einfach darum, so einen Bewegungsflow auch zu entwickeln. Also für mich geht es das Wochenende auch darum, nochmal zu checken, was kann ich so, wie ist irgendwie mein Niveau. Trotzdem ist es so, dass ich jetzt in den Eignungstest gehe, einfach mit einer ganz niedrigen Erwartungshaltung, einfach davon ausgehe, dass es vielleicht nicht klappt. Noch eine Punktlandung von der Zeit getroffen. Hat sie gut gemacht. Das war jetzt nicht so gut. Das war, wir sind oben raus, so die Arme kalt, also die Hände kalt geworden und dann war es ziemlich schlampig. So von der Bewegung her war sie zu klettert gut. Genau. Wenn es bei den anderen dann ähnlich Performance ablegt, dann dürfte das passen, ja. Na, ja, sauber. Also bei der dritten Route jetzt bei mir ist die Anna ganz solide geklettert. Ja, von dem Bewegungsablauf her schön raumgreifend und auch präzise, sowohl was die Eisgeräte, also die Pickel-Placements angeht, als auch die Steigeisen, die Füße, ist sie sauber geklettert. Mann, Scheiße. Was sagt? Ja, das war ultra einfach und da bin ich so halb rausgerutscht. Nicht zuhören. Ja, blöd. Keine Ahnung. Und Gesamtfazit jetzt von den drei Touren? Hat schon voll gut funktioniert, aber ich glaube, ich muss trotzdem nur auf Eckenstein üben. Schade. Ja, wir haben jetzt also gerade mal so eine Prüfungssituation simuliert, wo der Bergführer eben danach auch ein bisschen Feedback gegeben hat. Und meint sich, glaube ich, man denkt, man fährt gut Ski, gell? Aber also man ist halt so gut, wie man ist. Und ich glaube, es hat einfach viel auch mit Übungen und Trainieren zu tun einfach. Und mehr Pisteln gehen auch, einfach mehr im Skigebiet fahren und da merke ich doch, ich bin einfach halt ein Tourengeher auch und ein guter Allrounder. Wetter ist viel zu schön, um aufzuhören jetzt. Das ist hier der Kantwinkel. Bringe ich den Körper nach außen,
kommen die Knie nach außen und ich komme ins Rutschen und ins Driften. Und je mehr Rücklage, umso mehr gehen die Hände meist nach oben. Ja? Den Körper so talwärts zu drehen, also ja, oben so ein bisschen. Aber das ist jetzt natürlich zu viel. Ja. Also ein bisschen Bemühung um Vorlage ist schon da, ne? Ich würde sagen, momentan langt es noch nicht. Er ist auf dem Weg, er weiß jetzt, an was er arbeiten muss. Und wenn er da jetzt noch dranbleibt und an diesen Aufgaben, die ich ihm gestellt habe, arbeitet, dann hat er gute Chancen, da hinzukommen. Aber wenn er morgen hingeht, wird das wahrscheinlich nicht bestehen. Ja, Anna, servus. Genau. Wo ist die Anna? Genau. Anna, war gut. Hast 2,3 Durchschnitt. Okay. Gut. Gerade geht's mir ganz gut. Ich habe eine voll gute Note gekriegt, finde ich. Oh, als nächstes steht Skifahren an. Da seht ihr mich dann in Oberstdorf und da bin ich jetzt schon so todesaufgeregt. Ich erwarte mir von der Prüfung hoffentlich einfach kein komplettes Desaster. Also ich hoffe, dass ich zumindest bei einem Teil halt durchkomme. Also hoffentlich halt beim Skitouren gehen und bei quasi auf der Piste oder so. Und ja, dass ein Teil nicht klappt, da bin ich schon drauf vorbereitet. Also das würde ich als wahrscheinlich einstufen. Alles klar. Dann bis in Oberstdorf. Bis in Oberstdorf, wir sehen uns.